Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ark Survival Evolved im Koop mit unserem Timmy. Hallo. Ja, wie ihr seht, der hockt vor mir, auch wenn der Fahrer normal vorne ist, aber er darf vorne sitzen. Jetzt fällt es mir gerade auf, Timmy, wir waren nur kurz mal weg, wir wollen Quetzal tamen im Westen der Karte. 50, 30. Ja, 50, 30 ungefähr. Ich habe aber im Endeffekt die Eisenrüstung an. Ist die Zitin besser? Nee, gell? Ist wurscht, oder? Okay, gut. Also, zum Plan, ich fliege mal los. Wir fliegen dahin. Ich fliege dem nach, Timmy bombt den runter. Tamen, nach Hause fliegen, glücklich sein. Sollte in etwa so der Part sein. Ungefähr. Also ich fliege jetzt einfach mal und ja. Hoffen, dass. Hey, das ist ein T-Rex da unten, corrupted. Ja. Groß? Level 80. Okay. Ja, wurscht. Hast mitbekommen, die heißen jetzt auf Deutsch auch nicht mehr Corrupted, sondern mutiert. Mutierter Rex oder so zum Beispiel. Nee, aber das war wahrscheinlich das letzte Upgrade, das da kommen ist. Nein, da unten ist so eine Schlange, ich will so eine Schlange auch mal haben. Irgendwann hole ich mir die. Alter, die kannst du nicht mit tamen, glaube ich. Geht das nicht, oder? Ich glaube, man kann jeden Scheiß tamen in dem Spiel. Nein. Was? Ich flieg lieber ins Grüne rein. Ich fühle mich da wohler. Da rechts? Ja. Und dann ja, einfach gerade. Ja, weil du hast ja gesagt, ich soll außer rot umfliegen, weil da im Westen der Quetzal ist. Haben wir da eigentlich ein großes Tier oder ist es ein. Wenn es stirbt, ist das tragisch oder? Ja. Ich denke mal gerade, der hat so viel Ausdauer. Ich habe noch nicht mal halbe Ausdauer verbraucht und flieg schon weit mit dir. Pass auf, jetzt gehe ich mal kurz landen. Das ist das größte Tier, was wir haben nach dem Brunnen. Na toll, und das vertraust mir an. Du bist das laut. Schau mal. Was wirst du können? Da fliegt ja noch nichts rum. Ich schau mich da gerade um. Oh. Da ist nicht wirklich was. So. Bist du abgestiegen? Na, gerade weiter oder nach rechts rüber abdrehen ein bisschen. Du hast den vorher gesehen, ich weiß nicht. Siehst du ihn schon? Na, du schaust auf eine Karte gerade. Ja, also, die Richtung. Nach rechts darüber. Da rechts, ja. Rechts rüber, ja. Ja, sag einfach rechts, das ist die richtige Segel. Ja, rechts. Gut. Ja, ein bisschen weiter rechts noch. Ja, so. Da oben fliegt auch so ein Vieh, so ein Tapiara. Veteran, oder? Ja, Tapiara zuerst. Noch ein Tapiara. 135er Tapiara. Ui. Was ist denn mit dem, der da unter uns sitzt am Stein? Das ist der 135er. Achso, willst du ihn tämmen? Nein, jetzt nicht. Ist der. Nein, irgendwie nicht da Land, da ist eine Spinne. Hallo? Ja. Wurde jetzt getroffen, unser Flugfisch? Verlangsamt wurde es, aber nur mal 2 Sekunden. So. Das ganze Optik verschwimmt irgendwie, ist das wegen der Hitze da? Ja, das ist wegen der Hitze. Okay. Gut, ist da irgendwo ein Flugfisch? Weil wir sehen ja eh recht weit, aber. Nein, da ist nix. Ja, warte kurz, ich muss da geschwind. Muss schon was machen, warte mal kurz, das ist wichtig. So, bin fertig. Oh ja. Was denn? Hast du nie Durst? Na. Wie viel Pausen willst du noch machen? Ich hab das mir. Ich kann das keine mehr. Ja. Wohin? Rechts, links, da? Ja, rechts. Sag einfach rechts. Immer links. Siehst du den grünen Obelisken da, ja. Den ganz kleinen? Mhm. Ja, den kleinen da. Flieg auf den zu. Okay. Jetzt mal sagst du, wohin fliege ich auch. Muss man nur sagen. 50, 30. Ja, mal ehrlich. Also. Warte mal. Ja, das sind wir eh schon ziemlich, ja. Oh, grüner Obelisk. Da willst du dann am neuen Server deine Base bauen, oder was? So im Chillig-Modus, wo nichts passieren kann. Okay. Naja, da habe ich einen eigenen Tavis auch gesehen und säbel zum Tier. Das ist ja toll. Unit. Ein Stego. Noch eine Defense Unit. Ja, geradeaus da. Zwischen Wüste und Ding habe ich den gesehen. Ne? Ein Dödel ist unten noch. Merken wir uns. Dödel. Ich sehe kein Dödel. Naja, gut, brauche ich nicht. Ich habe gekackt. Sorry. So, siehst du den Petronoden da rechts? Ja, unten am Boden da bei dem Enforcer. Ja, also der schwebt da noch kurz über dem Boden. Ja. Ja.
Da war der Quetzal. Vegetarier Level 145 ist so. Er fliegt mal da auf die Säule. Da links, siehst du? Ja. Ja, mach eine Pause noch, dass du volle Ausdauer hast und dann. Der fliegt nach rechts, ich land da kurz. Kann ich da unten warte, nicht da oben. Bist du nur Level 10? Weil, ja, Low Level und alles. Ja, aber 10 könnte auch in unseren Spawn-Reihe sein, alles ja, aber ja, ich weiß nicht, wie man die umbringen könnte. So. Ja, egal. Kannst du von da eigentlich schon losschießen, damit man gleich mal von da gemütlich... Nee, das dreht er um, das könnte sagt. Ich schon, ja, aber okay. Stell dich so vor ihn hin, dass er ins Grüne reinfliegt. Also zum Beispiel links von ihm jetzt. Kann ich den jetzt schon lenken oder erst wenn er aggro? Erst wenn er aggro. Okay, dann gehe ich mal links vor ihm. Ja, aber wenn er da abstürzt, hätte man Bronto oder was in einen Pokéball mitnehmen müssen. Also, weiter, geradeaus. Ja, warte, ich strafe gerade da an ihm vorbei. Also könnte ich jetzt schießen. Ja. Er fliegt näher hin. Ich lass so leicht vor ihm, leicht schräg bleib ich, dass du an Flügel vorbeischießen kann kannst. Ich kann nicht treffen. Jetzt kann ich, glaube ich. Okay, ich schieß. Jo. Okay, die Hitbox ist super. Ich versuch's halbwegs ruhig zu halten, ne? Ja, Alter, die Hitbox, weißt du noch vom T-Rex? Warte mal. So, ich versuch's nochmal. Warte, der fliegt tiefer. Was ist mit dir los? Warte, ich geh auch grad runter. Na, hast du das Blut gerade gesehen? Mhm. Geht so. Wieder vor ihn hinfliegen. Es ist nicht vor ihn. Vorhin hinfliegen, dass er ins Grüne fliegt. Na, Alter, die Hitbox ist doch so scheiße. Schieß am Bauch. Jetzt habe ich was gesehen. Flieg höher. Ja, ich halte immer nur, wenn du schießt, ruhig, damit der Vogel nicht links rechts abdreht. Dann bleibe ich ruhig. Ja, jetzt toll. Unseren Vogel drauf. Oder mich. So. So, ich halte mal ruhig wieder. Jetzt. Er schießt mit der Armbrust mal. Abtroffen. Ja, jetzt soll ich sehen. Flieg nach. Ich flieg schon. Dreh nicht ab, du. Dauersprint. Anders geht's nicht. Ja, ich wollte nicht weit vor ihn. Ich wollte eigentlich so im Nachfliegen. Ja, ich wollte nur damit du auf ihn schießen kannst. Du kannst ja nur nach vorn schießen und nicht nach hinten. Na, da, wenn er abstürzt, wäre cool. Versuch hinter ihm zu fliegen, ein bisschen. Sich so. Ja, es ist gut. Jetzt müsstest du schön vorbeitreffen, ne? Ja? Blut habe ich gesehen, ja. Zahl habe ich keine. Blut habe ich gesehen. Jetzt zahl auch, ja. Hast du noch genug Ausdauer? Ja, mehr als die Hälfte. Ich glaube, das war ich. Wow. Jetzt fliege ich ihm gleich rein. Treffer. Geht er schlafen? Ja, dann flieg ihn rein. Ist eh gut. Naja, ich. Ich weiß nicht, was die Hitbox macht, wenn ich ihn wirklich in ihm drin stecke. Ob du den eher am triffst oder mich, deswegen. Okay, ich fliege mal rein. Ja, der ist perfekt. Ist ja perfekt, wenn er hier oben. Ja, das wäre jetzt echt gut. Los, wie viel noch? Jetzt! Werd hinig! Mal schauen, wie easy das geht. Ja, aber auch nur, weil er so lieb ist und dahin fliegt. Stell dir vor, der fliegt. Wahrscheinlich stürzt er jetzt im Wasser ab. Stell dir vor, der.
Ich schieß kurz nichts. Ja, stell dir vor, der Typ stürzt irgendwo in der Wüste ab und überall die Corrupted Viecher, also. Ja, das war ja Taktik von uns. Nein, eigentlich wollte ich nicht, damit er dort abstürzt und du auch nicht. Der wollte das halt ins Grüne sollen. Nein, es war ja. Und tschüss. Fliegt er wenigstens was? Nee. Ich steige auch ab, gleich in Kampfmodus. Axt an, Axt sage So, warum sieht sich so ich. So, jetzt? warte. Ich töte alles, was uns gefährlich werden kann. So, passt. Nein, lass sie tot, sonst spawnt wirklich noch ein böses Viech da irgendwo. Naja, spawnt, wenn ich einen Dodo töte, nicht wieder einen Dodo. Nein. Oh. Können genauso jetzt ein T-Rex spawnen. Ja, komm. Da. Ja, klar, da gibt es so viele T-Rex. Okay, ich töte halt mal nicht alles unnötig, nur alles, was uns gefährlich werden kann. Also alle Dodos, was kommen. Aber was braucht denn der zum Fressen jetzt? Frisst der Fleisch und Fleisch. Bieren? Aber gib Fleisch. ihm nichts rein Na, einfach. ich tue eh gar nichts. Lass Ich ihn lasse hungern. ihn hungern. Wie lange Fair braucht. hungern. Wie lange braucht. Na, verhungern nicht. Wie lange braucht denn der eigentlich zum Tämen laut deinem Dodo-Dex mit dem Level? Level 10 braucht er mit Kibbel 8 Minuten, mit Prime mit 11 Minuten. Wir haben beides nicht. Und was ist mit Doch, normalem wir haben Fleisch? alles. Was ist mit normalem Fleisch? Ja, wer will mit normalem Fleisch tamen, Ja, wir, eigentlich? wenn wir nichts haben, oder wo hast denn du was her jetzt? Ja, ich werde ein Stego umbringen, Prime Meat oder zu Base, wenn der High Level wäre, Kibbel machen. Also ich habe einen Dodo umgebracht. Da bringt mir aber nicht viel. Gibt 15 rohes kein Fleisch. Prime Meat. Ich brauche Wasser. Wie wunderbar, ich brauche Wasser und da unten ist Wasser, mein Viech verdurstet trotzdem. Ich trau mich da nicht runter, da sind zwei Biber, die tun mir nichts, oder? Ich habe so eine Biberphobie seit der letzten Folge. Nein, die tun doch nichts. Ich meine, ich könnte auch aus meiner Flasche trinken, aber eigentlich mag ich Vielleicht nicht. erkennen sie mich wieder. Ich war da heute und habe, glaube ich, 2500 Zement heute ausgeraubt, aber. Toll! So kennst dich wieder und ich muss wahrscheinlich. Hey, da ist ein Biberdamm. Ne, das lasse ich mal. Nein, jetzt nicht. Naja, ich bin da unten, da kommt Kawasch zu dir rauf, aber. Was bleibst du beim Quetzal jetzt kurz, okay? Ja, ich habe gerade Chaos da, ich muss noch raufrennen gerade. Ich habe auch nichts zu essen übrigens und verhungere gleich, das heißt, ich gehe jetzt Beeren pflücken. Ja, ein Flugbären. Ja, tada. So, Low-Level-Paratheraterium. Ich bringe dich um. Du bist so 13 ungut, Alter, Damage. wenn man alles Macht umbringen nichts. muss. Weil er weiß, für den Pronto haben wir sich schon gefreut über die Plattform da, die man ab Level 82 machen kann. Und beim Quetzal kann man die Plattform erst machen mit Level 97, weil da. Ist das viel? Und den normalen Sattel ab 76. Ja, ich meine, ich bin jetzt erst Level 82. Und der Ja, Sattel und wir haben die XP, 97. die XP beschleunigt eigentlich auch, ne? Ja. Ja. Ich habe übrigens 13 Prime Meat. Ja, dann hau ihm den Scheiß rein und fütter ihn und geh dann noch was farmen, dann brauchst du jetzt nicht so ewig umtun. Bin eh da, Dann gell? verliert der Muskel Torpor. Was ist mit dir? Ich hab auch. Ich habe eh 100 Narkotik. Ich hab ihm gerade pfiffen. Ja, Unabsichtlich. perfekt. Ja, ich hau da die Bären trotzdem rüber da. Da haben wir gerade 10 Narkotiks gegeben. Die Bären fütter ich ihm auch alle. Perfekt. Ich futter mal Drei Prime selber mit muss er Bären. noch essen. Sattel können wir auch machen, weil wir genug Perlen haben jetzt. Jo, Dank dank dir, die weil Biber. ich. Ah! Ich hab grad Steam alles gefressen. Ah! Super. So, alles gut. Ach du Kampfmusik. scheiß Ameise. Wo So, ist wenn sie? eine fliegende Ameise ist, dann kommt irgendwo auch eine Ameise nach mir am Boden. Oder? Ich brauche Wasser. Ich verdurste schon wieder. Ich glaube, ich hätte Steamberries nicht futtern sollen. Na, ich habe aber eigentlich nur wenig gefuttert. So sicher 10 maximal oder so.
Also das reicht schon, dass das ganze Wasser weg ist. Na toll. Das, ja. Schissenes etwas. 42% Taming. Pro Primate kriegt er 21% dazu. Hat er genug drin eigentlich? Da, ohne dass das verrottet, müsste sich ausgehen, oder? Ich weiß es nicht wirklich. Ich gehe gerade ganz zur Sicherheit einen Steg umbringen. Das wäre interessant, ob Dodotex das mitrechnet, so wenn er sagt, er braucht 4 Prime mit, ob da, oder 10, ob das mitgerechnet ist, da bei die 10, dass er zum Beispiel nur 9 braucht, aber eines verrottet in der Zeit zum Beispiel. Das wäre interessant, ob es das. Naja, es wäre aber interessant, weil dann weiß man, okay, wenn ich 10 drin habe, geht sich auch nicht verrotten interessant, aus. Interessant, ne? Ja. Glauben, ja. Tue ich nicht. Naja, wer da ist effektiv gesehen, ist aber eigentlich die klügere Wahl. Wenn ich weiß, ich muss 10 reinlegen, weil 2 verrotten in der Zeit, was er braucht, ja. Wäre das schon gescheit. Aber die haben eh noch ewig Zeit. Alter, ich habe jetzt für den Quetzal verschissene mehr 35 solche Pfeile reingeschossen, Alter. Ja, über mich beschwert sich immer, wenn ich nichts treffe. Da ist ein Dimorphot und Level 90. Wer ist das? Du warst das ein einziges Mal auf dem Viech drauf. Wollen wir den auch nebenbei tamen? Wo? Vor dir du? Dieses kleine Flugviech da. Das ist der Minivogel da? Ja, der Minivogel. Ja, willst? Bringt er was, oder? Er macht gut Damage. Eigentlich wollte ich ihn einfach nur als Dekoration. Treffer! Ren! Ist der abgestürzt da oben? Schau mal hin. Wo? Da oben auf dem ersten Ding ist er gelandet. Vor mir. Aber ich. Schau, flieg mal hin. Der ist da runtergegangen. Entweder rennt er da rum oder ist abgestürzt nach einem Pfeil. Ja, der ist abgestürzt nach einem Pfeil. Genau da vor dir ist er ums Eck und da habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ist er da? Genau hier. Ist er wirklich da? Ja. Ja, das war ein super Treffer von mir, Sniper Wicked, Alter. Dann klaue ich mir ein, zwei Primates, die schneller verrotten, raus. Leute, ihr habt es gesehen, Sniper Wicked ist in der Town, ja. In der Hut, Alter. Ich will es jetzt nicht wirklich sagen, aber ich glaube, das war mehr Glück als Verstand, dass ich den getroffen habe, aber... Ah, echt? Naja, er ist einfach vor mir weggeflogen, ich habe über ein Ziel geschossen, habe ihn Arme getroffen, der ist da raufgeflogen und abgestürzt. Ist übrigens jetzt mein Vogel, gell? Der hat Wicked im Knack stehen, ja, das habe ich eintätowiert, ja, schon sicherheitshalber. Achso. Der hat 2 Primate gefressen und hat 84%. Ja, dann bringst du dann. Ja. Mein Vogel. Deine Mama. Alter, ich betäub dich. Ja, ich betäub dich auch. Chancen habe ich, aber ich habe dich nicht getroffen, du bist zu weit weg. Keine Ahnung, wo du bist. Ja, beim Quetzal. So, ist einmal auf. Erst. Was erst? Er braucht noch 1%. Der. Die Morphodon. Einmal noch auf mich schießen wieder. Ich hab dich eh nicht getroffen. Ich hab dich eh nicht getroffen, was fährst du dich an? Ja, ich hab die Füße so. Wiu! Gehört. Oh! Bei mir steht, du hast einen Quetzal getämmt. Hey, ich habe einen Quetzal getämmt. Wie soll ich ihn nennen? Quetzal. Im normalen Sattel hast du dich zufällig mit für den, oder? Nein. Ja, das war klar. Wie komme ich jetzt zu dem blöden kleinen Viech? Ich rechne, dass ich den so schnell tame. Wie kommt man zu dem blöden kleinen Viech darauf? Ich will das sehen, was ich erlegt habe. Ist auch schon getamed. Pfeif mal her da. Der soll mich tragen. Ich will reiten auf dem. Kanale mir, tschüss! Schieß dich vom Himmel, Alter. Ja, brauchst du nicht nur 10 Pfeile oder so. Also bist du Sniper, oder? Ich schieß den Quetzal vom Himmel. Ja, der braucht noch mehr. Ja, warum hockt auf der Schulter? Warum hockt er da? Hallo, es geht nicht. Nein, nicht betäuben. Bitte.
Gib mir den Vogel! Ich habe ihn noch angeschossen! Ja, ich wollte auch mit drauf schießen erst! Aber ich hab geschossen! Ihn gesehen! Wir teilen ihn uns, okay? Warte, ich teile ihn in der Mitte, ich hab die Axt angelegt, gib her! Ich teile ihn, komm her! Nein, okay, ich darf ihn jetzt bis zur Base haben. Ich schlag gleich hin auf dich, wirklich. Ja, gut, fahr mal. Wie kann ich eigentlich einen Platz aussuchen, wo ich sitze? Mit E. Nein, nicht jetzt! Nicht jetzt, E! E, halt auf dem Viech. Warte mal. Hä? Ich sitze oben und jetzt? E? Umbleiben oder drücken? Na, E, einfach E. E? Ja, falle ich runter. E halten. Ach so, auf dem Vogel drauf. Ach so. Ja, auf dem Vogel, das hättest du mal sagen müssen. Warte mal. Das funktioniert. Jeder normale Mensch macht doch so. Warte mal. Das ist weit zu weit weg, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ah, auf dem Rücksitz setzen. So, gefunden. Während komm mit Kurt. Während wir fliegen, schieße ich da mal rückwärts auf den Quetzal, okay? Schieß du mal auf die Spinne dahinter uns. Da. Siehst du sie? Ja. Sehr gut. Zweimal geschossen. Zweimal nicht geschüttet. Psst. Gib mal Ruhe, dein Quetzal treffe ich, wenn es notwendig ist. Ja, dann treffe ich dich auch. Dann steige ich wieder ab in der Luft, so wie vorher gerade. Hey? Ja? Auf was war das? In die Luft. Soll ich das glauben? Ja, wirklich, du kannst auch gerne mit Quetzal landen und schauen, der hat volle Leben. Nein, tue ich aber nicht. Nein, ich habe auf den Quetzal zielt, aber ich habe weit über ihn dann nach oben gezogen und drüber geschossen. Okay. Jetzt habe ich auf die Nein, Metallwand, ich will wissen, ob ich einen Pfeil stecken sehe, aber ich sehe den Pfeil nicht stecken. Warte mal, ich schieße da auf die Decke. Naja, nicht wirklich, aber das ist weit weg vielleicht, kann auch sein. Hey, die Umgebung kenne ich. Wir sind zu Hause. Ich springe ab! Ja! Hä? Hast du die Bronto-Plattform mit Steine vollpflastert? Ja. Ist er jetzt schwerer? Nein. Warum hast du ein Loch lassen in der Mitte? Oder ist das Zufall? Dass man da aufs Inventar zugreifen kann. Man muss so das. Ach so, naja, das geht beim Kopf vorne eh auch, oder? Ja, aber wenn zum Beispiel wer geht oder du kämpfst oder so. Ich drauf bin, falls es vorkommen sollte, dann muss ich jetzt nicht nach vorne gehen und zum Kopf oder so, da wo ich sie runterfallen kann, sondern ist aber irgendwie deppert, weil da wo ich jetzt reiz, sitze ich in die Steine drin, oder ist das wurscht? Kannst du auch abreißen. Denn das eine da vorne abreißen und dafür das dahinter zumachen oder so? Ich frage nur, mir ist auch wurscht eigentlich. Alter, wie viel Leder brauche ich in der Wind? Hilfe. Da Fasern brauche ich auch alle, glaube ich. Leder, naja. So sicher. Na, Vollgas. Perfekt. Komm, Quetzal, komm mit mir. Ich bin dein Papa. Komm. Landet der auch irgendwann jetzt so, oder? Wenn ich oder fliegt der die ganze gebe, ja. Na, ohne Sattel muss er auch irgendwann landen, dem geht er die Ausdauer aus. Ja, hat unendlich Ausdauer. Achso, als ungetamed hat er unendlich. Okay. Ja. Ich crafte den Sattel. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, soll ich den Part jetzt beenden? Der war schnell, eigentlich relativ unspannend, aber wir haben einen Quetzal tamed, also. Mhm. Können wir eigentlich mal beenden, das ist ein kürzerer Part ein bisschen, ne? Schon, ja. Hm? Gut Leute, ihr habt es gesehen und auch gehört gerade, weil ich rede immer so unauffällig, damit es ja keiner mitkriegt. Ja. Wir haben einen Quetzal. Timmy hat einen Sattel gecraftet und... Erwart, bevor du noch beendest. Ja, wo hast du denn das gepackt? Ja, da am Boden. Nehmen wir vorm T-Rex. Wo? Vorm T-Rex. Wo ist ein T-Rex? Hinter Velona.
Hinter die zwei komischen Steinscheißer da. Ja, die da. Gatschas, Ja, bitte. Gatscha, Entschuldigung. Auf was soll ich denn skillen? Warte. Widerstand. Vierte! Oh ja, schau das an! Willst du? Schau ja, ich bring da was. Das erinnert mich an Jurassic Park. Schmeiß rein, vielleicht fressen unsere Viecher das Vieh. Ist es! Da das Viech mich nicht angreift, ich es angeschossen habe, rennt es jetzt Amok in unsere Viecher und keiner tut was. Schmeiß es in die Stachel. Oh, das. Nein, das war unser Mega. Warte mal, lass. Habe ich es? Ja. Warte mal. Hey, ich hab's nicht mehr. Ah doch, ich hab's. Ja doch, ich hab's in die Stacheln reingeschmissen. Aber es überlebt da drin. Lass mich raten, das Ding kann jetzt auch ein Dödi tamen, ne? Mitnehmen, oder? Aufheben, ja. Na gut, dass wir das jetzt so kompliziert vorher gemacht haben. Du wolltest Dödi tamen, Dödi! Dödi ist auch super! Ich will ihn quetzen, damit können wir alles viel einfacher machen. Nein, Dödi! Ich hänge in meinen Skorpion fest. Und das meine ich wirklich so. Ich stehe auf ihm, kann nicht hüpfen, kann nicht gehen, ich kann nichts. Kannst du den bitte irgendwie wegpfeifen, oder? Ich kann nicht weg, ich steck fest. Ehrlich, ich kann. Schau, ich hüpf, hörst du das? Ich komme nicht weg. Turbo ist denn dann? Ich kann auch nicht laufen. Ich steck wirklich so im. Halber dem Fallen und Rutschen auf ihm drauf irgendwo fest. Hallo? Lass mich da draufsetzen, Jess. Ich kann mich nicht da draufsetzen. Was denn? Du hast dir einen Betäubungspfeil im Kopf geschossen. Jemand auf einen Einschlaf kann ich vielleicht runter. Es stimmt ja nicht davon. Ja, das macht man nicht. Das macht man auch nicht. Habe ich dich drauf? Ja, tschüss. Hoffentlich stirbst du. Oh oh. Nein, was ist da? Ich glaube, die kriegt Damage. Nee, ich hab's so geschafft. Hallo, Timmy, ich komme! Hallo! Wussi! Nein, oh, jetzt flieg dir! Jetzt, ich rette dich, Grasbeck! Ich rette dich! Ich scheiße, Alter. Jetzt häng ich mit dir dran. Das liegt gefangen in der Luft. Alter. Cool, jetzt wissen wir, dass das auch geht. Ja, hab ich gewusst. Jetzt kann man High-Level-Gas-Back tamen und immer wieder wegfliegt, fliegst ihm nach und zahlst ihm wieder zurück. Nein. Ich kann ihn auch von Anfang an einfach graben und du schießt drauf. Ach so, ja, bleibt ja umhängen. Wenn du es kompliziert machen willst. Also Leute, und bevor ich das Video beende noch, und Wicked, warte, kommt du auch her. Ich habe hier einen Baby-Megatherium, der hier seit... Wenn ich den jetzt in den Kopf schieße, ist er dann tot? Mit wann nicht. Tu's nicht. Kannst du mir aufhören, mich ständig zu schlagen? Kannst du aufhören, meine ganzen Viecher zu bedrohen? Pokémon. Okay, nehmen wir was Ungefährliches in die Hand, so. Dann sind wir beide ungefährlich. Sperr dich ein, Alter. Okay. Okay, Leute. Ja, das war genug Dummheit. Das war's mit der Folge und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao. Dein Baby Mega sollte sich mal rasieren, das ist ein bisschen haarig. Bissl. Wenn du durchs Fernglas so auf 3 Meter ausschaust, wirkt er ziemlich haarig, ja? Wie Stepper, dann eine Fusiküre braucht er auch mal, Alter. Die Zechernägel sind ein Hammer. Jetzt schaust du seine Eltern an, Alter. Kümmerst du dich auch um dein Baby mal, ich mein,
Ah gut, der schaut auch nicht besser aus, ja. Schau mal, er hat genug Futter, bis er 30 Jahre alt Ja, ist. aber jetzt mal ehrlich, stell dich mal neben mich und schau ihn mal an. Jetzt schaut er gerade so Ich blöd hab's her. eh schon. Schau mal, hat der nicht so große Plattfüße irgendwie für den restlichen Körper? Nein, Irgendwie ich sind schau die seine F Eltern an, Ja, wie Füße leider. sind irgendwie jetzt groß? Beim Körper, beim Elternteil passt. Naja. Komischerweise. Ja, ist ja wurscht, hast halt irgendwie so ein komisches Behinderung auf die Welt gebracht, ist auch okay. Nein, schaut eh lieb aus. Ich würde ihn ja streicheln, aber es gibt, glaube ich, keinen Streichelbefehl. Braucht Zuwendung. Also in 3 Stunden 47 heu ich mal im Shell. Sicherheitshalber. Passt wieder. Geht wieder. Okay, nein. Ja, wie der Timmy gesagt hat, genug Dummheit. Ich verhungere übrigens gerade Vollgas und hab Torpor. Achso, ja, weil ich kein Trinken habe. Warte mal. Erledigt. Gut, war eine coole kurze Runde. War aber witzig. Vor allem jetzt am Schluss mit dem Coole kurze Runde. Mausibär und Quetzal mich gefangen hat. Football-Style-mäßig. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und viel Spaß bei was auch immer und ciao!